Hallo, liebe Krebse, herzlich willkommen zu eurem allgemeinen Reading über die Mitte Februar 2022. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr erfreut euch bester Gesundheit. Die Infobox habe ich mittlerweile aktualisiert. Ihr findet jetzt dort auch das Jahresreading für das Jahr 2022. Falls ihr es noch nicht gesehen habt und dies nachholen möchtet, könnt ihr dort einfach auf einen Link klicken, habe ich dort beschriftet und hinterlassen. Weiterhin findet ihr natürlich die Karten, die ich in meinen Readings verwende, dort unten. Ihr könnt dort Social Media Links, Info und Special Videos finden, sowie natürlich auch das weiterführende Reading über diese Legung hier könnt ihr dort im Resonanz- und im Interessensfall natürlich gerne wahrnehmen. Muss man nach wie vor nicht. Und ansonsten starten wir mit eurem Reading. Liebes Schicksal, bitte gib mir Einsicht in die Mitte Februar 2022 meiner Krebse. Der Geier bzw. der Kondor ist euer Krafttier und das magische Wissen ist eure Hauptenergie für diese Zeitspanne. Die Vergangenheit wird jetzt bereinigt, du wirst auf allen Ebenen Hilfe erreichen. Magisches Wissen bezogen auf die Vergangenheit ist hier eine sehr interessante Konstellation. Es kann hier sehr, sehr gut sein, dass euch einiges, was euch in der Vergangenheit eventuell unklar war, was für euch eine Art Rätsel oder Mysterium dargestellt hat, dass es sich euch offenbart. Es kann hier sehr, sehr gut sein, dass ihr darüber Aufschluss bekommt, dass ihr Erkenntnisse sammelt gegenüber etwas, was ihr wohl potenziell in der Vergangenheit passiert ist. Auf Basis dieses Wissens, auf Basis dieser Erkenntnisse könnte es gut sein, dass viele von euch befreiter nach vorne gehen, vielleicht auch etwas gewissenhafter möglicherweise, aber auch, dass es hier einige Mentalitäten sozusagen heilen oder lindern kann, wo man hier tatsächlich etwas, ja, nicht nachvollziehen konnte, etwas vielleicht auch nicht verarbeiten oder überkommen konnte. Das kann ich mir alles sehr, sehr gut vorstellen. Es hört sich jetzt hier schon sehr speziell an, tatsächlich, das magische Wissen. Es kann auch gut sein, dass einige von euch tatsächlich sehr spirituell sein könnten, esoterisch veranlagt. Möglicherweise intensiviert ihr auch gerade euer Wissen oder euren Zuspruch eben zu jenem. Das kann ebenso für einige von euch so sein. Der Geier bzw. der Kondor ist euer Krafttier. Und das magische Wissen ist eure Hauptenergie. Und ich bin gespannt, was mir die Karten gleich sagen können. Liebes Schicksal, bitte gib mir weitere Einsichten in die Mitte Februar 2022 meiner Krebse. Die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit sorgt in den meisten aller Fällen für Ausgleich, für die innere Balance. Es kann auch die Balance einer Angelegenheit sein. Da geht es dann eher um Fairness bzw. um Gleichberechtigung und Gleichbehandlung. Weiterhin kann die Justitia, also die Gerechtigkeit hier, für eine Art Konfliktlösung stehen, für eine Art Kompromiss bzw. ein Arrangement. Teilweise hat man hier auch Entscheidungen zu treffen, die anstehen. Vor allem, wenn ich den Geier und bzw. den Kondor hier in Kombination setze. Denn da ist man über etwas, was geschehen ist, hier potenziell noch nicht wirklich hinweggekommen, weil man die Hintergründe nicht versteht, weil man zu wenig Informationen hat, um die Sache zu durchleuchten zu können oder verstehen zu können. Und oftmals ist es so, wenn man eine Sache nicht versteht, dann hakt man das nicht einfach so ab, sondern man möchte den Grund natürlich wissen. Wie geht es hier weiter? Die Welt. Das Abschließen eines Zykluses, der Beginn eines neuen Zykluses steht hier sozusagen da. In der Welt ist dies sehr, sehr gut dargestellt. Es geht hier um beendete Kapitel und um neue Kapitel, die geschrieben werden sollen. Es ist hier sehr, sehr deutlich für viele von euch, liebe Krebse, dass ihr über etwas ganz Bestimmtes hinwegkommen möchtet, dass ihr ein Thema abschließen wollt, beziehungsweise etwas in die Schublade stecken möchtet. Und ich kann mir hier gut vorstellen, dass dies noch in vielerlei Bereichen der Fall sein könnte. Für einige von euch dürfte dies mit einem bestimmten Menschen zu tun haben. Für andere ist das eher eine Sachlage oder eine Angelegenheit, die man hier überkommen möchte, mit der man hier auch abschließen will und nicht mehr weiter daran denken möchte. Für viele kann das auch tatsächlich so etwas wie ein Anhängsel sein, dass man eben mental basiert,
nicht über eine Sache hinwegkommt, die aber einen immer noch beeinträchtigt. Also das ist dann etwas Verschlepptes aus der Vergangenheit in die Gegenwart und potenziell auch in die Zukunft. Deswegen muss man hier sozusagen einen Abschluss finden. Da haben sich einige von euch auch schon entschieden dafür, dass man das tun möchte, dass man das abschließen und abhaken möchte. Nur weil man sich dazu entschieden hat, heißt es noch lange nicht, dass man damit auch einfach abschließen kann. Vor allem, wie schon gesagt, wenn hier noch bestimmtes Wissen, bestimmte Hintergründe oder Erkenntnisse tatsächlich fehlen. Wie geht es weiter? Das Ass der Stäbe. Bei dem Ass der Stäben geht es oftmals hier um einen physischen Neustart. Man sagt auch reeller Neustart dazu. Es kann hier sehr, sehr gut sein, dass einige von euch nochmal neu anfangen möchten. Und dieses Neuanfangen ist in den meisten aller Fällen bezogen auf das Gebiet, um das es sich hier dreht und handelt. Das kann ich hier noch nicht eingrenzen. Es kann für viele von euch der Job, der Beruf sein. Für andere von euch ist das die Beziehung oder der Bezug zu einem gewissen Menschen. Teilweise kann das so weit gehen, dass man vielleicht in einem anderen Land, vielleicht auch nur in einer anderen Stadt, sozusagen ein neues Leben beginnen möchte. Das sind diese beiden Karten hier nebeneinander im Trigger. Denn hier passiert etwas im Äußeren, also im Umfeld, ne? Nicht innerlich, sondern nach außen hin prognostiziert und projiziert, was tatsächlich mit einer Veränderung zu tun haben könnte. Also so etwas wie ein neuer Wohnort, vielleicht auch eine neue Beziehung, eventuell auch ein neuer Beruf oder ein neues Umfeld, welches man hier selbst kreieren möchte, welches man selbst erschaffen möchte oder sich selbst dorthin zubewegt. Wie geht es weiter? Die Hohepriesterin, da haben wir schon dieses magische Wissen. Ich habe, als ich die Hauptenergie gesehen habe, das magische Wissen, habe ich sofort an die Hohepriesterin oder an den Hierophanten gedacht. Beide würden nämlich auf ein derartiges magisches Wissen am besten von allen Tarotkarten hindeuten. Die Hohepriesterin hier ist eine sehr feinfühlige Person. Es ist hier, sie repräsentiert den Mond. Also es ist auch eure Energie, da eben der Mond euer Herrscherplanet eben ist. Die Hohepriesterin ist eine Person, ein Mensch, die mit sich selbst tatsächlich oftmals im Reinen ist. Also diese Person, es geht jetzt sehr tief tatsächlich. Diese Person ist mit sich deswegen im Reinen, weil sie die Kausalität im Prinzip begriffen hat. Und ja, das ist ja kompliziert ausgedrückt. Ihr seht diese beiden Säulen hier, diese schwarze, diese weiße Säule. Das ist Yin und Yang, das ist gut und böse, das ist positiv und negativ, gleich hoch, gleich beständig, gleich präsent, im Gleichgewicht, im Ausgleich. Es ist auch eine Devise, nach der ich lebe beispielsweise. Es ist nie immer alles gut und nie immer alles schlecht. Es hält die Balance sozusagen. Und ein solches Wissen bzw. eine solche Überzeugung oder eben eine Devise, die man verfolgt, die bringt einen tatsächlich nicht mehr aus der Ruhe. Da wird man ruhiger, da wird man ausgeglichener, weil man eben nicht immer alles hinterfragt und nicht alles ja, schwarz und weiß sieht, sondern farblich und bunt sieht. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine und ihr könnt mir folgen, liebe Krebse. Es hat hier eine sehr tiefgründige Deutungsvariante hier teilweise mit der Hohepriesterin. Ich bin mir hier doch recht sicher, dass viele von euch tatsächlich mit einem ganz bestimmten Thema abschließen möchten. Aber dazu fehlen noch einige Fakten, dazu fehlen Hintergründe, dazu fehlen Erkenntnisse bzw. Aussagen, die ihr benötigt, damit man weiß, okay, warum ist es passiert? Wie ist es passiert? Kann ich es nachvollziehen? Was waren die Hintergründe? Was waren die Auslöser? Was sind die Fakten? Das ist definitiv fehlt euch hier noch etwas, um komplett mit etwas abschließen zu können. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Ich muss mir das auch noch weiterhin anschauen, weil es kann hier tatsächlich mit sehr viel Tiefgang behaftet sein. Wie geht es weiter? Die Sieben der Kelche. Ja, das ist Konfusion. Das ist Kopf gegen Herzenergie. Man sagt auch oftmals Träumereien oder Träume sind Schäume, kann man auch sagen. Es geht hier oftmals tatsächlich um diese Frage, was war schuld, wer war schuld, wann ist es passiert? Dieses Erforschen an Hintergründen nochmals dargestellt. Die Spiegelung hier auf die Gerechtigkeit deutet ganz, ganz klar an, dass viele von euch sich nicht in der inneren Balance befinden, sich nicht im Gleichgewicht befinden. Einige von euch
Empfinden so, dass man falsch behandelt wurde, dass man unfair behandelt wurde, beziehungsweise dass eben das, was man meinte zu verdienen, ihr nicht bekommen habt, teilweise auch vielleicht noch nicht bekommen habt. Das kann ich mir hier gut vorstellen. Man wird hier aus dem Gleichgewicht gebracht, sozusagen, weil man hier bestimmte Faktoren nicht kennt. Diese Person hier auf den Siebener Kelchen kann sich nicht für einen Kelch entscheiden, beziehungsweise hat Optionen. Und diese Optionen können Wege sein, können eventuell auch Erklärungen sein, beziehungsweise Antworten, die im Raume stehen. Allerdings sind das hier eher Annahmen als das Wissen sozusagen, denn es ist hier eine Traumkarte, Gedankenkarte, Gedankenenergie ist das hier auch. Und ich kann mir hier gut vorstellen, dass viele von euch einen ganz bestimmten Sachverhalt versuchen oder versuchten mittlerweile zu entschlüsseln, dies aber den wenigsten von euch wahrscheinlich gelungen ist. Die 7 der Stäbe ist hier im Outcome. Die 7 der Stäbe deutet auf eine Blockade, auf eine Distanzierung hin. Es stehen hier Hürden und Barrikaden an, beziehungsweise stößt ihr auf diese Hürden und auf diese Barrikaden. Es ist euch hier nicht vergönnt, teilweise zur Ruhe zu kommen. Das ist schon mal das Erste. Viele von euch finden keine Ruhe, viele von euch finden aber auch nicht einen klaren Kopf beispielsweise. Also die Gedanken kreisen hier teilweise unaufhörlich um ein ganz bestimmtes Thema, welches potenziell in der Vergangenheit ist, eventuell sich auch noch in die Gegenwart durchzieht sozusagen. Also der Wille nach einem Abschluss ist definitiv vorhanden, das sieht man hier ganz, ganz deutlich. Aber etwas lässt euch nicht loslassen, etwas lässt euch nicht verstehen, beziehungsweise lässt euch keinen klaren Kopf bekommen. Eine Klärung zur Gerechtigkeit. Die 9 der Kelche. Es geht hier um eure Bedürfnisse, liebe Krebse. Es geht hier um Fülle an Gefühlen. Es geht um die Wunscherfüllung. Für viele von euch kann das hier sehr, sehr gut auf ein derartiges Ereignis hindeuten, dass man sich zu einem gegebenen Zeitpunkt etwas gewünscht hat, wahrscheinlich sogar etwas Bestimmtes erwarten konnte. Und das wahrscheinlich auch mit Recht tatsächlich. Nur hat man nie das bekommen, was man damals erwartet hat. Das kann ich mir gut vorstellen und für viele von euch ist dies auf die persönliche individuelle Situation zu beziehen. Einige von euch haben hier erwartet, dass man eine Gehaltserhöhung bekommt, dass man den und den Job bekommt, dass man den und den Menschen sozusagen für sich gewinnen kann, dass sich der und der Mensch für einen sozusagen entscheidet bzw. zu einem bekennt. Es kann hier etwas Differentes für jeden von euch tatsächlich sein, aber man hat zu einer bestimmten Zeit in der Vergangenheit fest mit etwas gerechnet bzw. war es klar, wie es weitergeht. Doch dann wurde einem sozusagen ein Strich durch die Rechnung gemacht. Dann ging es eben genau nicht so weiter, wie man es hat mit Recht erwarten können zu einem gegebenen Zeitpunkt. Und das ist dieser Fakt, der euch hier keine Ruhe lässt, der euch hier definitiv im Trüben tappen lässt, beziehungsweise ihr seid mit diesem Thema nicht in der Lage abzuschließen, sofern man hier keine Erklärungen bekommen kann. Eine Klärung zur Welt. Die Königin der Stäbe. Die Königin der Stäbe, das kann hier eine Person sein, es könnte hier ein bestimmter Mensch sein, der hier wahrscheinlich sogar dafür verantwortlich ist, dass ihr hier keinen kühlen oder klaren Kopf bekommen könnt. Es könnte auch dieser Mensch sein, mit dem ihr hier einen Abschluss finden möchtet, über den ihr versucht hinwegzukommen, aber der euch in einer gewissen Art und Weise tatsächlich nicht loslassen könnte. Diese Person hier, die Königin der Stäbe, und wenn eine Hofkarte auf eine große Arkana geklärt ist, ist das nicht immer eine Person, sondern oftmals ist das dann auch die Charaktereigenschaft, die dargestellt werden soll. Und die Königin der Stäbe ist eine sehr attraktive Person, heißblütig, inbrünstig, impulsiv, temperamentvoll, sehr temperamentvoll sogar, kann etwas zickig sein, könnte ein Egoist tatsächlich sein. Aber das ist jemand, der einen Frohsinn verkörpert, der teilweise auch schon sehr charismatisch sein kann. Das ist eine sehr sympathische Person in vielen Fällen. Vor allem dann auf den ersten oder zweiten Blick kommt einem diese Person sehr sympathisch vor. Manchmal, wenn man sie dann näher kennenlernt, entpuppt sich diese Person auch teilweise als sehr rechthaberisch,
Beziehungsweise kann es auch sehr, sehr gut sein, dass diese Person ein sehr ich-bezogenes Denken hat. Also das sind alles Beschreibungen, wie sie auf die Königin der Stäbe zustimmen kann, beziehungsweise zutreffen könnte. Es kann hier eure Energie sein. Ich sehe hier doch für die meisten einen ganz bestimmten Menschen, mit dem man hier abschließen möchte oder mit dem man einen Abschluss sucht tatsächlich, der aber einen tatsächlich aber auch nicht loslassen kann. Eine Klärung zum Ast der Stäbe. Der Herrscher. Aha. Da haben wir definitiv einen Gegenüber. Dann ist das hier doch eher keine Person, sondern die Charaktereigenschaft, denn hier ist ganz, ganz klar euer Gegenüber zu sehen. Viele von euch wünschen sich eine Art Neustart mit diesen Menschen. Viele von euch stellen dies aber auch gegenüber. Das heißt, es kann sich hier so etwas wie die letzte Chance handeln. Es kann hier sehr, sehr gut sein, dass viele von euch sagen, ich wage jetzt noch einen Versuch mit meinem Gegenüber, ansonsten war es das. Etwas wie die letzte Chance kann hier dargestellt sein durch die Welt in der Konjunktion, durch das Ast der Stäbe, auf das der Herrscher hier geklärt ist, kann ich mir gut etwas Derartiges vorstellen. So etwas wie ein letzter Versuch, ein letzter Anlauf, beziehungsweise meint man hier tatsächlich, ja, mit diesen Menschen sich noch gut stellen zu können, obwohl die Vergangenheit viele von euch eines Besseren belehrt hat. Da gab es Unstimmigkeiten, da gab es Ungereimtheiten, hier gab es eventuell auch herbe Enttäuschungen mit diesen Menschen tatsächlich in Begegnung beziehungsweise in Konfrontation. Ihr könntet in einem tieferen Verhältnis mit diesen Menschen gewesen sein. Das kann ein Ex-Freund oder eine Ex-Freundin von euch sein, das muss es aber nicht. Man versucht es hier wahrscheinlich ein letztes Mal und wenn es dann nicht klappt, dann möchte man mit dem Thema abschließen. Also eine derartige Energie kann ich hier drin doch für viele von euch erkennen. Eine Klärung zur Hohepriesterin. Die Sieben der Kelche. Es ist hier sehr, sehr deutlich. Also viele von euch, und das ist hier sehr bezeichnend, Sieben der Kelche zu Hohepriesterin, Sieben der Kelche auf Hohepriesterin. Die Hohepriesterin, nochmals kurz erklärt, das ist eine Person, die mit sich selbst im Reinen ist. Die weiß, was gut ist, die weiß, was schlecht ist. Die weiß um die Kausalität. Sie weiß, dass nicht alles gut, nicht alles schlecht ist. Das Schicksal nimmt seinen Lauf. Wer von euch an das Schicksal glaubt? Wenn ihr nicht an das Schicksal glaubt, dann ist Tarot-Readings vielleicht auch sogar gar nichts für euch, um mal ganz direkt zu sein. Aber es passiert nie etwas zufällig, liebe Krebse. Und um diesen Umstand weiß diese Hohepriesterin. Dann ist aber auch gleich die Gegenfrage, was soll euch oder was will euch das Schicksal sagen mit diesem Menschen hier? Inwiefern steht dieser Mensch in eurem Bezug? Warum wurde euch vom Schicksal, von Gott, vom Universum, von den Engeln dieser Mensch in euer Leben geschickt? Das ist eine Frage, die sich viele von euch nicht beantworten können. Und viele von euch, und ich habe es, glaube ich, vorhin schon angesprochen, suchen hier Gewissheit, suchen hier Erklärung, beziehungsweise fast schon eine Erleuchtung über eben jene Frage. Warum ist dieser Mensch in euer Leben gekommen? Was sollt ihr mit diesem Mensch machen? Wohin führt euch die Reise mit diesem Menschen? War das eine Lektion? War das ein Geschenk? Soll euch dieser Mensch bei einer Entwicklung helfen? Etc. Das sind solche Fragen, die man hier sich intensiv stellt, immer und immer wieder stellt. Und wahrscheinlich sind es auch jene Fragen, die euch schlichtweg nicht ruhen lassen. Schlichtweg, wie schon gesagt, keinen kühlen Kopf bekommt ihr hier, beziehungsweise könnten hier einige von euch nachts einfach nicht schlafen können, eben wegen dieser Fragen. Eine Klärung zu den Sieben der Kelchen. Zwei der Schwerter. Unsicherheit, Konfusion, Entscheidungsunfähigkeit. Man tappt hier im Dunkeln, man tappt hier im Trüben. Man ist nicht in der Lage, eine A-Entscheidung zu treffen, weil man eben die Fakten nicht kennt, weil man die Hintergründe nicht kennt. Ich glaube tatsächlich, liebe Krebse, dass viele von euch mit dieser Sache abschließen könnten, einen Abschluss finden könnten. Aber dafür braucht man eine gewisse Beruhigung, eine Gewissheit braucht man. Man muss eine Entscheidung hier treffen. Entweder man versucht es oder man lässt es. Ja? Aber um diese Entscheidung zu treffen, benötigen viele von euch einfach eine gewisse Klarsicht, eine gewisse Erklärung möglicherweise, beziehungsweise
will man hier wissen, warum ist dieser Mensch in eurem Leben? Was ist dieser Mensch für euch? Was bedeutet er oder sie für euch? Und wohin soll die Reise gehen? Das sind hier jene Fragen, und ich habe es mir bei der Hohepriesterin schon gedacht, dass es sehr tief geht, sehr tiefgründig hier sein kann, liebe Krebse, und viele von euch könnten hier doch spiritueller sein als, ich sage jetzt mal, die Allgemeinheit. Das kann ich mir ebenso gut vorstellen. Der Ritter der Stäbe ist hier im Outcome. Ich kann mir hier gut vorstellen, liebe Krebse, dass dies auch eine Energie von euch sein könnte, obwohl eine Feuerzeichen-Energie sehr untypisch für ein Wasserzeichen ist. Das ist oftmals konträre Energie. Und ihr habt es hier mit einer Königin der Stäbe, hier mit einem Ritter der Stäbe. Also ich sehe euren Gegenüber definitiv hier im Herrscher. Der ist in der Mitte. Außerdem ist das definitiv in den allermeisten Fällen der Gegenüber. Und zentral gelegen hat diese Karte sowieso einen sehr großen Einfluss. Hier ist eher die Charaktereigenschaft des Gegenübers angezeigt. Und ich meine tatsächlich auch, dass hier eine Art Charaktereigenschaft dargestellt ist, und das ist Hartnäckigkeit. Das ist Temperament, beziehungsweise ist das jemand, der nicht kampflos sich geschlagen gibt. Und ja, diese Charaktereigenschaft könnte auf eurer Seite tatsächlich der Fall sein. Es kann aber auch sehr, sehr gut sein, dass euch hier eine ganz bestimmte Person einfach nicht loslassen möchte. Dreht euch mal, bitte denkt auch dran, dass in einem allgemeinen Reading die Rollen oftmals vertauscht sein können. Dreht euch mal die Rollen um. Viele von euch möchten hier über einen bestimmten Menschen hinwegkommen. Wie ist es denn, wenn dieser Mensch nicht von euch wegkommen möchte, wenn euch dieser Mensch sozusagen an der langen Leine hält, wenn euch dieser Mensch immer mal wieder eventuell Brotkrumen hinwirft, damit er oder sie euch bei Laune hält, liebe Krebse? Es könnte hier tatsächlich ein absichtliches Vorgehen von eurem Gegenüber sein, der euch einfach nicht loslassen möchte, respektive der nicht will, dass ihr ihm oder sie loslässt. Das ist ein Verhalten, und das ist hier sowas wie ein Doppelspielchen. Ich kenne sowas tatsächlich. Es sieht hier auch sehr danach aus, dass etwas derartiges für viele von euch der Fall sein kann. Es ist hier eine Hürde und eine Barrikade. Viele von euch können aus gewissen Gründen diesen Menschen nicht loslassen. Für viele von euch ist das hier aber auch der Gegenüber, der nicht zulassen will, dass ihr ihn loslässt. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen, liebe Krebse. Das hier ist sehr, sehr deutlich, beziehungsweise ist das hier sehr, sehr deutlich auch in dem Bezug. Eine Klärung zu den Neun der Kelche. Das Gericht. Das Gericht ist oftmals eine Entscheidung, die ansteht. Man kann hier auch so etwas wie eine Deadline sagen. Bis zu dem und dem Zeitpunkt möchte ich mich entscheiden. Bis zu dem und dem Zeitpunkt muss etwas passieren. Ansonsten Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Also man gibt hier etwas oder jemanden sozusagen eine Deadline beziehungsweise Zeit bis zu einem gewissen Zeitpunkt, um etwas Gewisses zu tun oder zu machen. Das Gericht. Konjunktion Königin der Stäbe, Konjunktion Ass der Stäbe. Man erwartet eine bestimmte Handlung. Oder man sagt, bis da und dahin lasse ich meinem Gegenüber beispielsweise Zeit, ansonsten werde ich aktiv. Das ist so ein, man gibt etwas oder jemanden eine gewisse Zeit, und dieser Zeitraum ist hier nicht sehr lange. Das sind hier vielleicht ein paar Wochen, maximal einen Monat, meine ich. Aber wenn bis dahin nichts passiert ist, dann werden entweder andere Saiten aufgezogen oder man wird dann sozusagen aktiv und sagt, okay, das war's jetzt, du hattest deine Chance, du hast sie nicht genutzt, ich werde jetzt weitergehen. Etwas Derartiges kann ich mir hier sehr, sehr gut vorstellen. Sieht man hier auch deutlichst mit dem Gericht auf die Gerechtigkeit. Das ist eine Entscheidung, die zu einem bestimmten Punkt aufgeschoben wird. Und ich kann mir hier gut vorstellen, dass viele von euch sich selbst Zeit lassen, beziehungsweise jemandem Zeit lassen, um, und das ist wichtig, sich über die Gefühle klar zu werden. Neun Kelche auf zwei Schwerter, das ist die Unsicherheit bezüglich der eigenen Gefühle. Und ganz speziell ist es die Unsicherheit, ob der Gegenüber eure Gefühle und Emotionen, eure Bedürfnisse erfüllen kann. Ob man gut genug für jemanden ist oder ob jemand gut genug für einen selbst ist. Das ist im Speziellen, das ist hier diese spezielle Spiegelung, aber das kann auch für einige von euch tatsächlich so der Fall sein. Eine Klärung zur Königin der Stäbe. Die Acht der Stäbe.
Die Achterstäbe ist ganz klassisch die Kommunikationskarte. Gespräche könnten hier folgen, tiefgründige Gespräche könnten hier folgen mit eurem Gegenüber und euch hier oben als die Herrscherin dargestellt, kann man hier über Spiritualität, Esoterik, möglicherweise auch den Glauben reden. Ja, also wenn es sich hier um etwas Religiöses handelt, das sehe ich zwar eher für die wenigsten von euch, aber es wird hier auch potenziell darüber geredet. Ich meine tatsächlich, dass hier solche Sätze kommen könnten, wie dass ihr beide füreinander bestimmt seid oder dass man sich verbunden fühlt, tief verbunden fühlt. Wenn ich jetzt noch weiter gehe, und es ist hier wirklich so eine Etappe quasi, für viele von euch ist das eher so derartig, dass hier tiefgründige Gespräche ehrlicher, sachlicher Basis tatsächlich geführt werden können, um etwas aus der Welt zu schaffen, um etwas sozusagen entweder zu beenden oder neu zu starten. Das kann für den einen so, für den anderen so sein. Aber ich kann mir hier gut vorstellen, dass viele von euch auch eine so tiefe Empathie haben. Und das kommt jetzt sehr drauf an. Und wie schon gesagt, das ist sehr speziell. Gesprächskarte der Herrscher und die Hohepriesterin. Das kann eine mentale Verbindung sein. Ich rede hier von Telepathie beispielsweise. Dass man hier meint, mit dem Gegenüber reden zu können. Und ja, wie schon gesagt, wenn ihr sehr spirituell seid und tatsächlich kenne ich Menschen, die das können, könntet ihr tatsächlich auch so eine sein. Man könnte es eventuell vermuten, dass man das kann. Es kann sogar tatsächlich Fakt sein, dass ihr das könnt. Möglicherweise ist es aber auch so ein Gefühl zu wissen, wie es dem Gegenüber gerade geht. Eventuell aber auch andersrum, dass der Gegenüber weiß, wie es euch gerade geht, dass man den Gegenüber fühlen kann, spüren kann, wissen, wie es ihm geht, wissen, was er macht, ohne dass er präsent im Umfeld ist. Das kann hier sehr, sehr gut eine derartige Energie sein. Mit Einsteins Worten wäre das eine spukhafte Fernwirkung. Es ist natürlich auch im esoterischen und im spirituellen Sinne zu erklären. Das würde jetzt aber den Rahmen dieses Readings hier sprengen. Viele von euch, die diese Ich sage jetzt mal wirklich, die diese Energie haben, die dieses Wissen haben und diese tiefe Spiritualität auch schon besitzen und sich angeeignet haben, werden definitiv wissen, wovon ich rede. Diejenigen, für die es so rum nicht resoniert, kann ich mir gut vorstellen, dass man sich in diese Richtung mehr und mehr etabliert, sich mehr dafür interessiert, sich da vielleicht ein bisschen schlau macht, Bücher kauft, Filme ansieht, etwas derartiges, weil das Interesse bei einigen von euch ist bezüglich der Spiritualität, des tiefen Empfindens, der tiefen Wahrnehmung, und da bin ich jetzt beim magischen Wissen tatsächlich auch, sehr, sehr hoch angesiedelt. Und da sollte man tatsächlich auch seine Interessen entfalten und seinen Impulsen tatsächlich nachgehen. Eine Klärung zum Herrscher. Das ging schnell. Ast der Schwerter. Die zweite Kommunikationskarte, direkt neben der ersten hier, mit den Acht der Stäben und dem Ast der Schwerter. Es kann sich hier tatsächlich, und wie auch schon gerade gesagt, um diese telepathische Energie handeln oder man fühlt den jeweils anderen, obwohl der kilometerweit entfernt ist. Kann ich mir gut vorstellen, es kann hier um intensive Träume mit dem Gegenüber gehen. Das sieht man hier. Hier entschlüsselt sich oftmals etwas. Einsichten kann man hier auch sagen. Und das hier ist Traum und Traumkarte. Kann hier sehr, sehr gut sein, dass viele von euch intensive Träume mit diesem Menschen haben. Das sieht man hier auch in der Spiegelung, in der Klärung. Mit dem Ast der Schwerter meine ich aber, dass Erkenntnisse auf euch warten. Und diese Erkenntnisse sind meines Erachtens nach für euch sehr, sehr wichtig. Ass der Schwerter, ich nenne es gerne das Schwert der 1000 Wahrheiten. Und für viele von euch wird sich hier vieles erklären lassen. Ihr bekommt hier einige Einsichten über den Gegenüber. Das benötigt aber eine Handlung eurerseits, liebe Krebse. Die Sparte hier in der Mitte ist extrem deutlich. Ich kann euch einige Beispiele nennen, wie es dazu kommen kann. Natürlich ist das je nach persönlicher Situation eventuell verschieden. Aber es hat auch etwas mit dem letzten Satz hier zu tun. Du wirst auf allen Ebenen Hilfe erhalten. Geht mal meditieren, liebe Krebse, beispielsweise. Meditiert mal über den Gegenüber, denkt darüber nach, was passiert ist mittlerweile und was passieren soll. Und dann kann es sehr, sehr gut sein, dass ihr einige Antworten im spirituellen Sinne oder im geistlichen Sinne erfahren könnt. Andere von euch werden hier möglicherweise auch intensiv, und zwar mehrere und viele, vielleicht sogar Readings schauen, die ja über den Gegenüber gehen, vielleicht die resonieren oder vielleicht auch nicht resonieren. Einige von euch könnten hier sich bei anderen Tarot-Readern, ne, weil ich mache sowas ja nicht,
ein persönliches Reading erstellen lassen. Ich sehe hier auch beispielsweise, dass viele von euch sich das Horoskop des Gegenübers anschauen. Also es herrscht hier eine Affinität, ein Interesse im spirituellen oder im geistlichen Sinne an dem Gegenüber, von dem man sich Klarheiten erwartet. Das ist das kurz ausgedrückt, aber ich wollte es euch etwas genauer erzählen sozusagen. Eine Klärung zu den 7 der Kelche. Der Eremit, in sich Kehr ist das hier, Distanzierung, eine sehr, sehr klare Karte, die auf dieses tiefe Wissen in sich selbst hindeutet. Auch hier in der Spiegelung zur Hohepriesterin ganz, ganz klar, viele Antworten, liebe Krebse, liegen bereits schon in euch, man muss sie nur erkennen. Und bei dieser Erkenntnis kann euch sehr die Spiritualität helfen. Das ist hier wirklich, es ist dieses tiefsinnige oder tiefgründige Reading, wie ich es eigentlich auch schon da oben, vor allem spätestens bei den 7 der Kirchen, dann hier eigentlich auch erwartet habe. Der Eremit ist jemand, der sich oftmals abschottet, alles stehen und liegen lässt, Stress reduziert, vielleicht sich ein paar Tage frei nimmt. Wie schon gesagt, man meditiert hier eventuell, man geht vielleicht an einen ruhigen Ort, viele würden an den Wald gehen beispielsweise, andere gehen an einen See, wo man ungestört ist, wo man ruhig ist und Ruhe findet. Und dann kehren viele von euch in sich, das sieht man dann hier und hier sehr, sehr gut, weil das ist Traumkarte, das ist Spiritualität, das ist Ruhe, Geborgenheit, meditative Energie und erhoffen sich dadurch Antworten. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass viele von euch Antworten, Klarheiten bzw. Bestätigung erreichen werden, indem sie sich mehr mit der Spiritualität, sich vielleicht auch mehr mit der Esoterik auseinandersetzen. Sehe ich hier sehr, sehr deutlich. Es kann ja auch wirklich gut sein, dass man sich hier intensiver mit dem Tarot, mit dem Lenormand, mit Pendeln, mit Handlesen, mit Wahrsagerei, Kaffeesatzlesung, was es da alles gibt, sich damit mehr auseinandersetzt tatsächlich. Das ist dann auch die Hauptenergie, das magische Wissen. Und vor allem wird man dann hier auf allen Ebenen Hilfe erhalten. Und mit allen Ebenen meint man Gott, Schicksal, Engel, Universum, Spirits, Spiritualität, Esoterik, was es da eben alles gibt. Eine Klärung zu den 2 der Schwerter. Das ist der Wagen. Interessant. Es herrscht hier ein Weiterkommen. Es herrscht hier fast schon so etwas wie ein Durchbruch, kann ich mir hier auch gut vorstellen. Für einige von euch ist dies ein schnelles Weiterkommen tatsächlich. Das ist die schnellste Karte im Tarot. Ihr habt hier auch den zweitschnellsten Ritter und ihr habt hier im Outcome das Ass der Münzen. Neue Chancen, Wege, Mittel und Möglichkeiten stehen euch hier zur Verfügung. Der Wagen auf die 2 der Schwerter, man gelangt aus dieser Konfusion, man gelangt aus diesem, ich weiß nicht, ob er oder sie der oder die Richtige für mich ist, ich weiß nicht, ob ich der oder die Richtige für meinen Gegenüber hier ist, ich bin mir nicht sicher, ob ich ihm oder ihr genüge, ich bin mir nicht sicher, ob er mir genügt, etc. Etwas derartiges, also dieses, ich weiß nicht recht. Das wird hier tatsächlich der Geschichte angehören, weil da kommt man tatsächlich sehr schnell drüber hinaus. In den meisten aller Fällen hier mit der In-sich-Kehr, manche von euch haben sogar Visionen. Also wie schon gesagt, es kann hier sehr, sehr weit gehen. Ihr könntet hellsichtig sein, hellfühlig sein. Ihr könntet hier tatsächlich aber auch so etwas wie Träume haben, die euch sowas von dermaßen real vorkommen, die euch auch nicht mehr aus dem Kopf gehen. Das kann ich mir hier gut vorstellen. Es ist hier sehr spirituell, sehr esoterisch veranlagt tatsächlich. Aber aufgrund dieses Weiterkommens, aufgrund jener Erkenntnisse, Erleuchtungen, Geistesblitze oder eben erlangtes Wissen, so wie es hier auch der Eremit ausdrückt, werdet ihr hier definitiv weiterkommen. Viele von euch kommen zu einem Abschluss in absehbarer Zeit. Ich sehe es hier noch nicht. Ich sehe hier den Willen dazu, mit etwas oder mit jemandem abzuschließen. Ich sehe euch hier aber noch nicht final abschließen. Das ist aber auch noch geschuldet hier dieser Zeit, die man entweder dem Gegenüber gibt oder sich selbst gibt, um sich der Gefühle klar zu werden und um sich die Frage beantworten zu können, passt das oder passt das nicht? Das ist eine Frage, die sich viele von euch stellen. Und mit den Outcome-Karten hier hinten sehe ich tatsächlich, dass viele von euch nicht den Gegenüber loslassen wollen, weil man hier eben dieses starke Band verspürt, weil man eine starke Anziehungskraft zwischen euch beiden hier definitiv sehen kann, der aber einer von euch beiden
mindestens einer von euch beiden, vielleicht auch beide tatsächlich nicht nachgeben oder denen, deren nicht nachgibt sozusagen, nicht freien Lauf lässt. Und die Chancen, die stehen hier am Horizonte sozusagen. Hier öffnen sich neue Türen für euch, hier werden sich neue Möglichkeiten für euch darbieten, möglicherweise auch entwickeln. Stabilitätssicherheit auf langfristiger Basis ist hier mit dem Ass der Ass der Münzen auch dargestellt. Ihr habt hier drei Asse, die hier und die hier, die alle drei auf einen gewissen Neustart, ein neues Leben oder einen Neuanfang hindeuten können. Ich bin hier anhand der Outcome-Karten wirklich sehr gespannt, wie es hier potenziell weitergeht. Liebe Krebse, sollte ich euch hier in einem derartigen Szenario erkannt haben, resoniert dieses Reading für euch? Erkennt ihr euch oder eine Situation, die ihr durchlebt, wieder und seid auch interessiert, wie es weitergeht? Ihr könnt gerne das weiterführende Reading in Anspruch nehmen, ist natürlich nach wie vor kein Muss. Der Link dafür befindet sich gleich unten als in der Infobox als allererstes. Ich wünsche euch unabhängig natürlich von diesem Reading einen wunderbaren Februar weiterhin. Bleibt gesund, das ist das Allerwichtigste natürlich. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen und bis dahin macht es gut.